Herzlich willkommen beim Neumond-Horoskop des Monats Dezember. Der Mond trifft sich ja im Zeichen Schütze und ein neuer Zyklus beginnt und wir werden gleich mal schauen, was das bedeutet für uns. Ich kann schon so viel verraten. Es wird eine sehr, sehr bewegte Zeit, eine sehr, sehr interessante Zeit, um es mal optimistisch auszudrücken. Und am Ende des Videos werde ich dir noch Tipps geben, wie du gut durch diese Zeit kommst, durch diese nächsten Monate durchgehen kannst. Weil astrologisch ist einiges los. Beginnen wir erst einmal mit dem Neumond in Schütze. Was bedeutet denn das? Wir sehen hier die Sonne und natürlich auch den Mond im Schützen stehen, im Zeichen Schütze. Und das ist ja natürlich, die Schützequalität ist eine Feuerqualität, die Schützequalität ist eine sehr aktive Qualität. Und da geht es auf jeden Fall mal um eine um Glauben, ja, auch spirituellen Glauben, um einfach so diese erweiterte, also diese erhöhte Sichtweise. Der Schütze neigt ja gerne dazu zu übertreiben, das heißt zu schnell, zu hoch, zu weit, zu viel. Also Schütze gilt ja als Plus, als Auffüller auch so in der Astrologie. Und da schwingt auch ein gewisser Optimismus mit, aber natürlich auch eine gewisse Überheblichkeit. Was bedeutet das, wenn der Mond jetzt im Schützen steht? Das würde einfach dann sagen, okay, wenn ich sage, wie fühle ich mich denn, dann ist das vielleicht schon ein leichter Optimismus, aber auch durchs Feuer so eine gewisse innere Unruhe, die da natürlich angefacht wird. Und die hat durchaus Berechtigung. Das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen, wo das denn da herkommen kann. Wir haben den Mond natürlich in der Konjunktion mit der Sonne, wie bei jedem Neumond. Wir haben auch dabei den Merkur da im Schützen stehen. Das heißt, wir haben auch eine Konjunktion Merkur-Mond. Und der Merkur ist ja so, steht ja fürs Denken, für das rationale Denken und steht auch für eine gewisse Nüchternheit, was ja jetzt für den Mond vielleicht nicht ganz so passend oft erscheint. Aber ich denke, das ist ein Aufruf, vor allem auch im Zeichen Schützen. Das ist ja dann auch so dieses überbordend Intellektuelle, also wo man dann sagt, okay, ich habe da einen gewissen Glaubenssatz, einen gewissen Glaubensmuster. Den kann man ja emotional und auch rationell haben, diese Glaubenssätze. Und die sind vielleicht ein bisschen zu weit gegangen oder die gehen auch zu weit jetzt in diesem Monat Dezember. Also rationelle Glaubenssätze, auch emotionale Glaubenssätze. Das sind so ein bisschen Pole, wo man aufpassen sollte und wo man darauf achten sollte, dann nicht zu überbordend zu sein. Ja, noch dazu kommt ja ein Quintil vom Jupiter, der steht ja da im Wassermann, zu Sonne, zu Mond, zu Merkur. Und der Jupiter ist ja der Planet vom Schützen. Das heißt, da kommt noch einmal so dieses Überhöhte raus, also dieses zu weit, etwas zu sehr übertreiben zu wollen. Kann natürlich auch die Nervosität anfachen, denn wie wir sehen, hat dieser Jupiter auch ein Quadrat zum Mars. Und der Mars ist ja momentan auch noch im Skorpion beheimatet. Den siehst du da oben im rechts, so der Mars, dieses männliche Zeichen. Naja, was bedeutet das jetzt? Also meine Interpretation ist jetzt einfach mal, gut, Pluto, also Skorpion, und Mars ist immer so eine sehr angespannte Energie. Das sind sehr wirkmächtige, eigentlich so Planetenherrscher. Da geht's einfach schon drum. Also bei Skorpion geht es ja bei Pluto um Transformation und es geht auch um die eigene Meinung. Also das, was ich mir einbilde, meine eigenen Fixierungen. Und da kommt der Mars drauf. Und da kann man sich schon mal vorstellen, dass da so ein gewisses Brodeln einfach ansetzt. Und das wirkt jetzt im Quadrat auf den Jupiter.
Und Jupiter ist ja eben, wie gesagt, diese Erweiterung, also alles höher, schneller, weitermachen. Und das könnte darauf hindeuten, dass quasi hier ja fast schon auf eine guruhafte Art und Weise Ideale einfach da ausgedrückt werden, wo man das dann fast schon ins Religiöse gehoben wird. Ein aktuelles Bild dazu wäre natürlich jetzt auch diese Pieks-Debatte. Pieksen ja, Pieksen nein. Man ist dafür oder man ist dagegen. Die einen sagen, das ist die Errettung und die Erlösung. Die anderen sagen, das ist der Tod und der Untergang. Und das nimmt ja schon wirklich, also das hat ja schon keinen realen Boden mehr, diese ganze Diskussion. Und das würde da ganz dazu passen. Und wir werden auch erleben, dass diese Diskussionen meines Erachtens noch weit mehr hochkochen. Aber das Interessante ist jetzt ja deine eigene Perspektive bei der Sache. Das heißt, rundherum, es wird noch lauter werden. Ich habe im November schon gesagt, der Druck steigt. Dann kam ja diese für die manchen die erlösende Verpflichtung zum Peaks, zumindest angekündigt, ja. Mache ich noch mal ein Video drüber und für die andere einfach so diese absolute Geiselhaft der Verpflichtung zum Peaks, ne? Und das wird jetzt einfach noch lauter. Und da ist wirklich so der Aufruf oder die Botschaft: Bleib nicht im Außen. Das ist ganz, ganz wesentlich, denn das wird immer verrückter. Und das werden wir im Dezember noch sehen. Das treibt neue Höhen aus. Das wird ein fast, ja, eine fast kultische Geschichte kriegt das jetzt schon. Das kriegt so eine Dynamik mit diesem: Was glaubst du, mein Sohn oder meine Tochter, und was glaubst du nicht? Also das wird wirklich schon ein bisschen gaga werden, werden wir leider sehen. Also ist so meine Interpretation dazu. Und deshalb, also das prasselt alles so auf dieses Gefühlsleben mit ein, und das deutet schon auf eine gewisse Unruhe hin. Noch dazu, und das ist das Nächste, was aufs Individuum raufgeht, ist eben der Saturn da drauf. Der Saturn im Wassermann hat hier ein Sextil drauf auf die Sonne und auch auf den Mond. Und auch da wäre dann wieder so Saturn, der große Lehrmeister, der große Du-Du-Finger, das Regulativ, der allerdings im Wassermann nicht sehr stabil steht. Ja, also da geht es immer rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Der wird da ziemlich durchgewirbelt. Das sind die, ich habe schon in einem anderen Video erwähnt, die sich ständig wechselnden Regeln. Und auch die drücken weiter aufs Gemüt. Da wird sich nicht viel ändern. Und da kann man auch von dieser Richtung keine wirkliche Stabilität erwarten. Dass ich sage, da gibt es jetzt mal ein Regulativ und man sagt mal, wo geht es denn jetzt lang? Also das heißt, im Prinzip ist es regellos, es ist relativ chaotisch, das Ganze. Ja, was jetzt das alles nochmal verstärkt, Entschuldigung, jetzt kommen wirklich die Sachen, nicht, dass du glaubst, bitte, das ist jetzt alles so negativ oder ich sehe das so pessimistisch, aber es ist wirklich, also der Sternenhimmel ist wirklich aufgeladen. Also das ist wirklich momentan ein Pulverfass und da haben wir Konstellationen, die sind massiv beeinflussend und massiv stark. Und dann kommt jetzt noch dazu, dass wir ein Quadrat haben zwischen Uranus und dem Saturn. Und Uranus-Saturn, das ist so das. Diese Konstellation, ich habe es auch schon erwähnt, ist das Zerbrechen einer Form. Da zerbrechen einfach wieder Formen, da zerbrechen wieder alte, eingefahrene Dinge. Und der Uranus, dessen Herrscher der Wassermann ist, der wirbelt ja schon den Stier durch. Und Stier ist ja eigentlich so. Kann man sagen, das ist das eigene Revier, das Volk, die Herde, das Kollektiv, ja. Auch das Land, also Österreich ist ja sehr stierisch eigentlich vom Land geprägt. Also, und der Wandel dieser Werte und der Wandel auch der Grenzen des Individuums. Und da kommt jetzt eben diese Konstellation nochmal dazu, also dieses Zerbrechen der Form. Und das ist jetzt das Nächste. Der Uranus macht einen Quinkungs hin zum Mond und zur Sonne. Und das ist wieder ein Spannungsaspekt. Und
Der bedeutet einfach wirklich erhöhte Frustration im Volk. Das heißt, der Frust wird noch mehr werden und auch der wird nahe gehen. Das heißt, sei ganz bewusst, sei ganz, ganz klar, halte dich aus diesen Gefühlen fern, die von der Masse kommen, die aus dem Kollektiv kommen oder auch eben von der Herde herkommen. Also da wird alles irrsinnig aufgeladen und aufgeheizt momentan und eine hohe, hohe Frustrationskonstellation ist da mit drinnen. Und als ob das noch nicht reichen würde, kommt noch was dazu. Und wenn du jetzt sagst, so jetzt schalte ich das blöde Video ab, weil ich habe schon genug gehört, ich kann es dir nicht verübeln, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, also bitte bleib noch dran. Und zwar haben wir eine Konjunktion, eine große Konjunktion, die sind zusammen quasi. Konjunktion heißt, das sind Energien zusammen, der Venus und vom Pluto. Und Pluto, habe ich ja immer schon gesagt, das ist ja die Schändung des Rechtssystems oder die Transformation des Rechtssystems, drückt man es eleganter aus, der Pluto im Steinbock. Und da ist jetzt die Venus drauf in einer Konjunktion. Und das wird uns jetzt ein bisschen begleiten. Auch noch die nächsten eineinhalb, zwei, also nicht eineinhalb Monate, das sind so 2 Monate, also dauert ein bisschen länger. Und da würde ich definitiv dann diese Verpflichtung eben verorten, wo Gesetze über den Körper ausgesprochen werden können. Das heißt, so dieses pervertierte Rechtsdenken, dieser pervertierte Rechtsanspruch möchte noch mehr an den Körper ran und Körper eben von der Venus her, weil Venus ist so, gehört ja zum Stier und Stier ist eben auch Materie und damit auch unser Körper. Und die haben jetzt eine Konjunktion und da ist die Venus also da kommt eigentlich die Venus, also dein Körper, unter Druck. Unter Druck von Vorstellungen, der Rechtsprechungen bzw. derjenigen, die bestimmen möchten. Das ist ja auch eine Überhöhung eigentlich. Und die wollen da eben auch einen Druck ausüben. Und das wird jetzt auch noch mehr. Aber, und jetzt komme ich da dann dazu, und das ist, denke ich, der wesentliche Teil. Also so frustrierend, dass es jetzt auch klingen mag für manche, weil es ist dann noch. Also Pluto steht dann auch noch in einem Sextil zu Mars. Das ist auch wieder diese Gewalt, ja. Und es empfinden ja manche diese, oder es empfinden eigentlich nicht nur manche, sondern viele diesen Peaks oder die Verpflichtung zu einem Peaks eigentlich als Gewalt gegen den Körper. Und das haben wir da drin stehen. Gewalt gegen den Körper, ja, ist durchaus da. Und in meiner Interpretation heißt das einfach, das wird sich jetzt noch mehr anheizen, da wird noch mehr Druck gemacht. Um auf den Körper möglichst schnell einzuwirken. Grundsätzlich ist das diese Energie und das wird jetzt noch 2 Monate so weitergehen. Und es ist ja eben so diese Pikspflicht mit Anfang Februar so quasi angekündigt worden, ne? Wie die Fortsetzung von einem schlechten Horrorfilm, wo man sich denkt, brauche ich eigentlich jetzt nicht. Nicht noch einen Teil, waren die letzten 4 Teile schon bescheiden. Aber jetzt haben wir diesen wunderbaren Trailer und Teaser eben, was jetzt im Februar da so auf die Bühne kommt. Und da ändert sich aber dann diese Konstellation. Also genau im Februar löst sich dann diese Vergewaltigung des Körpers, dieser Druck des Körpers, diese Schändung des Körpers ein bisschen raus. Und das würde ich jetzt insofern interpretieren, dass diese ganzen Diskussionen kommt eine Pflicht, eine Verpflichtung rein, ja oder nein, nicht halten wird. Das ist jetzt nochmal der große Spoiler fürs nächste Jahr, aber ich glaube eben nicht, dass das halten wird. Ich glaube allerdings, dass jetzt 2 sehr, sehr harte Monate auf uns zukommen werden, auf jeden Menschen grundsätzlich zukommen werden, aber diese Geschichte wird nicht halten, weil dann lösen sich so Pluto-Venus wieder raus. Und das ist natürlich eben ein Riesendruck, der da ist. Und das spricht eigentlich, oder das spricht ganz, ganz vieles. Und das
Klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen pessimistisch, aber das klingt, also das spricht vieles gegen sehr ruhige Weihnachten, gegen eine sehr ruhige Weihnachtszeit. Grundsätzlich läuft ja alles immer in Wellen, läuft alles zyklisch und es kann alles fließen. Und trotz dieser vielleicht jetzt nicht so aufbauenden Geschichten, möchte ich dir etwas mitgeben. Das erste ist mal, in so einer Zeit würde ich wirklich mal schauen, dass ich Detox mache von Nachrichten, von irgendwelchen Clips, die mich selber aus der Mitte bringen. Ich würde eher schauen, dass ich meditiere, dass ich ruhig werde, dass ich spazieren gehe, dass ich Glück finde und zwar auch inspirierende Momente für mich erschaffen kann. Und das kann durchaus auch mal sein, dass ich mal Schütze passt ja zur Religion, dass ich mal einen Teil, einfach mal die Bibel abstaube aus dem Regal und da mal einen Teil lese. Oder wenn du sagst, okay, nicht keine Bibel, dann vielleicht einen anderen spirituellen oder religiösen Text. Und einfach da mal ein bisschen rein versinken. Wir haben ja immerhin jetzt dann die Adventszeit, die ruhige Zeit. Also das würde doch ganz gut passen. Und ich weiß, dass dieser Druck enorm ist und ich sehe es bei meinen Klienten und bei den Anfragen andauernd. Aber es wird gut werden. Am Ende geht es gut aus. Ich weiß, das kriegt man gratis von der Mizi-Tante auch gesagt. Aber das ist jetzt einfach ein Zyklus, das ist ein Wandlungszyklus und momentan ist es einfach der Wahn, nämlich der Wahn der Einbildung, was man, also wo man glauben kann, durch das, was ich mir einbilde, das ist das Richtige. Und das gibt nur diese eine Wahrheit. Und das ist momentan so diese Zeit. Und je mehr wir uns dann darauf versteifen und das ernster nehmen und ernster nehmen und immer ernster nehmen, egal welche Agenda wir angehören, umso mehr Leidensdruck werden wir erleben. Denn dieses Pendel schwingt ja auch in beide Seiten. Ja? Denn wenn jemand jetzt die Einstellung hat, das ist jetzt das Beste, ja? Zum Beispiel der Peaks wäre das Beste, dann ist alles wieder gut, dann wird ja der Schatten eigentlich, sind ja dann die, die sagen, okay, nein, das ist nicht gut. Ja? Also wir haben ja immer diese zwei Pole. Also der Schatten kommt quasi, ich werde das jetzt nochmal ein bisschen deutlicher machen. Egal welche Meinung du hast, du gehst in der Sonne und wirfst deinen Schatten. Und dieser Schatten, wenn du dich diesem Schatten nicht einmal widmest und dir den ein bisschen anschaust, wird immer größer werden. Damit auch der Leidensdruck wird größer werden. Der Schatten, der Pluto wird größer werden. Und die Leute, die jetzt einen großen Schatten haben, die also ganz klar und einfach eine Antwort für sich gefunden haben, eben in die eine oder in die andere Richtung, in irgendein Extrem rein, die werden diesen Druck jetzt viel massiver spüren, als wenn du es schaffst, einmal eine gemäßigte Mitte einzunehmen und dann klar aus dir zu entscheiden, das passt für mich aus diesem Lager, das passt für mich aus dem anderen Lager und ich bleibe aber selbstbestimmt klar und vor allem frei. Denn eines sollen wir da nicht vergessen, die Freiheit, das Befreien, das ist ja auch Uranus, möchte ja auch frei sein. Ja, der möchte ja Liberté, Égalité und Fraternité, also so dieses Motto der französischen Revolution, das möchte der Uranus ja, der möchte ja befreien und der möchte auch das Volk eigentlich dann auch befreien. Aber in dem größten Aufkeimen von Freiheit kommt immer der größte Druck rein. Und deshalb schau, wo du jetzt frei sein kannst und schau, dass du in kein Extrem fällst, dass der Schatten nicht zu einer Angst wird. Egal, welche Position du hast, es ist wichtig, dass du bei dir bleibst, auf dein Gefühl und auf dein Herz hörst. Denn momentan, wie gesagt, die nächsten ein, zwei Monate werden durchwachsen. Aber da kommen wir durch und es kommen auch andere Zeiten. Und ich wünsche dir jetzt mal eine gute Zeit. Wenn du Fragen hast, dann schreib es mir in die Kommentare.
lass mir einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal, teile das Video und ich wünsche dir eine gute Zeit, auch eine gute und möglichst ruhige Adventszeit. Und wenn du mal unruhig bist, wenn du unrund bist, dann mach dir nichts draus, das vergeht garantiert. Alles Liebe aus Linz, ich bin Oliver Ereni und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.